Ich muss mal gucken, vielleicht werde ich von den Szenen hier, also die ganze Sache hier unten der Mine, entweder ein paar größere Folgen raushauen oder weiß auch nicht genau. Weil sonst zieht sich das ewig in die Länge, diese ganzen einzelnen Kämpfe und wieder alles absichern und so. Ihr wollt ja nicht 1000 Folgen hier sehen, wobei vielleicht wollt ihr das, ich habe keine Ahnung. Was für eine Waffe habe ich denn jetzt gerade bekommen? Alte Streitaxt war das? Nee, doch. Ah, alter Richter. Nett. Wenn meine nicht wesentlich besser wäre. Was auch immer er jetzt wieder machen wollte. Ich hoffe nicht mich angreifen. Ah, ich sollte mich heilen, sehe ich gerade. Bevor ich irgendwas anderes mache. Ich muss auch zugeben, ich habe keine Ahnung, wann man hier mit der Mine fertig ist. Ob es noch irgendwie eine Art Boss gibt oder so. So. Ich glaube, der lebt immer noch und krüppelt da jetzt gerade ein bisschen rum. Weil die 100er Tränke sollte ich vielleicht aufheben. Fällt mir so, nur für Notfälle. Nee, kann ich nichts mehr machen. Dann ist das wohl erledigt. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder... Nein, gone, 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 gone. Danke. Weil wenn der erstmal wieder hier oben ist, ihr wisst ja, dann dauert es wieder ewig, bis er wieder runterkommt und... Ach komm, lass doch die armen Butler in Ruhe. So. Ich bin jetzt gewohnt, so mit Maus und Tastatur zu spielen, dass ich jetzt, wenn ich die ganze Zeit nur mit Tastatur spiele, irgendwie total durcheinander gerate und immer wieder versuchen will, mit der Maus zu steuern, statt mit der Tastatur. Zumal man kann ja mit der Tastatur hier nur rechts und links gucken, nicht hoch und runter. Das ist ja bei Gothic 1 nicht möglich, außer man spielt mit Maus. Man kann sich das aber auch alles auf die Maus legen. Dann hat man nicht mehr die ursprüngliche Einstellung, aber auch eine vernünftige. Dass man dann mit der Maus halt im Prinzip die Steuerungstaste hat. Das heißt ja, Maus und seitlich klickt, dann schlägt man halt seitlich. Und Maus und vorwärts schlägt man vorwärts. Aber ansonsten hat das nur den Vorteil, dass man halt, wenn man dann geht, ich weiß nicht, kann ich mit WASD gehen? Nein, ich zeig mal gerade, dann ist man dann hier so gucken kann. Ist natürlich ein bisschen smoother, sag ich jetzt mal. Aber im Endeffekt nicht nötig und vor allem, es ist nicht Original Gothic 1. Original Gothic 1 wird halt mit Tastatur gesteuert. So, das hätten wir auch. Das heißt, wir können jetzt als nächstes hier hingehen. Und dann kommen nur noch die Crawler, glaube ich. Krug, weil ich sehe hier auch niemanden mehr. Da vorne ist schon wieder ein Crawler. Halten mehr aus als die Menschen, aber droppen. Geben weniger Erfahrung, das ist merkwürdig. Was sitzt denn da oben? Versteinerter Mensch? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist die Höhle, die wir eben von oben gesehen haben. Das war ein kritischer Treffer. Hallo? Weil wir brauchen ja, ich glaube, 12, 15 Platten irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die möchte ich auch zusammenkriegen. So, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Was ist, vor allem, was ist das hier? Okay, da kommt man nicht hoch. Das ist ein Ork. An den kommt man wahrscheinlich von oben ran. Aber mit dem muss ich, glaube ich, sprechen, oder nicht? Orksklave. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gachluk. Bitte helfen, Tarok verletzt. Gachluk ist, denke ich mal, Was bedeutet Gachluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gachluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Ja. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gachluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Okay. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst...
Tarok sterben. Ja, das Einzige, was natürlich wieder in diesem Spiel ist, wie in allen anderen Spielen, man hat ewig Zeit. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Okay. Nein! Ich kann die Medizin nicht finden. Fremder suchen weiter. Medizin hier unten sein. Tarok fliehen vor Gahluk. Tarok sich bei Flucht verstecken. Fremde auch suchen in Nischen. Okay, ja, ich wollte die letzte Frage. Okay, dann frage ich das letzte. Gleich. Also in. Achso, jetzt klappt's doch. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Okay. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ich muss weiter, ja. Also, wir müssen nach der Medizin suchen und, ich bin mir nicht sicher, wo, aber wir gucken uns einfach mal um. Was ich mich halt frage, ist, ob es noch irgendwo Gardisten gibt. Da ist noch ein Crawler. Ich hoffe, es ist nur einer und nicht um die Ecke noch einer. Doch, genau wie ich dachte, um die Ecke ist noch einer. Aber der hat uns anscheinend noch nicht entdeckt. Vielleicht treffen wir auch, wenn wir da vorne lang gehen, wieder im Endeffekt auf den Tunnel, wo wir gerade eben waren. Das kann natürlich auch sein. Und ich muss natürlich jetzt die Augen offen halten nach irgendetwas, was wie Medizin aussieht. Ob Kräuter, ob Trank, ob was auch immer. Da rechts lag was. Da ist noch eine dunkle Stelle. Aber hier liegt was. Trank. Trank? Spezieller Trank? Ja, Trank der schnellen Heilung. Das scheint der Trank zu sein, den wir suchen. Natürlich schnelle Heilung mit 30 Leben ist natürlich ein bisschen... Ja, egal. Also für ihn vielleicht ganz toll, für uns eher irrelevant. Manche dieser Versprecher sind extra, manche dieser Versprecher sind aber wirklich so... Mein Hirn will zwei Wörter gleichzeitig sagen und dann kommt was anderes bei rum. Oder mein Hirn denkt sich, du könntest einen Wortwitz bringen. Und dann sage ich aber, nee, der ist so schlecht, komm, lass es lieber. Und dann, ja, ist schon zu spät. Da kommen wir her. Da ist, hat der eigentlich einen Namen? Also Namen gesagt, meine ich. Ich erinnere mich nämlich an nichts. War das alt oder schnee? Es war doch alt. Okay. So. Orksklave. Ich kann die Medizin nicht finden, hä? Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ich dachte, das wäre die gewesen. Dann müssen wir halt noch weiter suchen. Hier unten vielleicht irgendwo. Ich hätte gern noch ein Licht. Habe ich ein Lichtzauber? Ja, auf der 4. So, man muss gedrückt halten. Ich bin doch mittlerweile andere Spiele gewohnt. Das merke ich. Momentan zum Beispiel, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, Guild Wars 2. Aber auch, was spiele ich eigentlich momentan so? Ach ja, Panzer zum Beispiel mit, den lieben Freunden und der Community von Sergeant Rumpel zusammen, was sehr lustig sein kann. Und was spiele ich noch? Alles Mögliche. Momentan halt insgesamt was weniger, weil das Studium doch seine Zeit fordert. Wobei ich eigentlich viel zu wenig lerne. Aber ja, das ist halt bei mir immer so und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Ich werde immer alles nur ganz knapp bestehen. Ah, nicht weiterlaufen, hochgehen. Astronomie. Trank. Schinken. War das jetzt ein Trank, der vielleicht was Besonderes ist? Trank der schnellen Heilung. Habe ich jetzt zweimal. Das wollte ich nicht. Habe ich hier noch Gegner? Ah, hier sind wir jetzt, wo wir eben hingeguckt haben. Und hier ist, glaube ich, ein Weg, der nach unten führt. Mit Crawlern. Ah. Zwei Stück. Ah, gegen die habe ich, glaube ich, sonst nichts, außer die Nahkampfwaffe. Ich habe ja momentan einfach... Ich hätte mir irgendwas noch suchen sollen, womit ich noch kämpfe. Also ob Zauber oder ob was auch immer. Ich
Wäre sinnvoll gewesen, aber ja, was soll's. Okay, Crawler sind anscheinend immun gegen Blitz. Probieren wir es mit dem Feuerball aus. Guckst du unten? Guckst du da? Crawler. Du hast den Feuerball irgendwie wieder weggepackt. Kugelblitz, Feuerball. War klar. Dass er genau in dem Moment dahinter läuft. Also einfach runter. Oder speichere ich ab. Komm. Denn wir haben die gebackt, was mir gerade sehr entgegenkommt. Und damit wären sie erledigt. So, das hätten wir auch. Und das hätten wir auch. Hier in der Ecke ist nur ein Pilz. Hier essen auch Pilze. Kann aber nicht schaden. Waffe. Pilze, die man essen kann. Pilze, die man nicht essen kann. Das ist aber, glaube ich, nur der Weg wieder nach oben, oder? Den ich hätte runtergehen können. Also, ich habe jetzt zwei schnelle Heiltränke. Ich habe alle Crawler, die ich finden konnte, erledigt. Kannst du hier nicht hoch? Nein, kannst du nicht. Okay. Du springst zwar mit einem normalen Sprung höher, als dieses Teil ist, aber hoch... Also, kannst du hoch, okay. Dann hier hoch. Das ist, glaube ich, jetzt die andere Seite, als ich vorhin war. Aufnahme läuft noch. Ich hoffe, die Tonaufnahme läuft auch noch wunderbar. Weil so viele Fehler, wie ich jetzt heute schon hatte, wundert mich gar nichts mehr. Ich hoffe, ich habe die Ton... Doch, die Tonaufnahme hat ja eben geblinkt. Also wird sie an sein. So, mal gucken, ob jetzt einer der Tränke der richtige ist. Ich kann die Medizin nicht abnehmen. Fremder suchen weiter, Tarok. Fremder. Medizin muss hier irgendwo unten sein. Suchen in Nischen, hat er gesagt. Ich suche ja schon in allen Nischen. Dann habe ich noch irgendwo irgendwas übersehen. Vielleicht ist noch irgendwie ein Tunnelgang oder was auch immer. Hier geht es nur noch darüber. Also... Nebenan waren wir, da war nichts. Hier ist auch nichts. Hier irgendwo ist nur ein Bolzen nochmal. Hier gab es auch nichts. So, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite des Steins. Also ich habe ja schon zwei Tränke gefunden, aber beides scheinen nicht die richtigen Tränke zu sein, obwohl sie einzeln im Inventar aufgelistet werden, als wären sie was Besonderes. Deswegen bin ich ein bisschen verunsichert. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Er meinte hier unten. Er meinte nicht irgendwie oben oder so, sondern wirklich hier unten und so. Hier vielleicht noch. Ah, hier ist was. Orkmedizin. Ich habe auch eben was mit Astronomie noch gefunden und Götterglaube. Das sind, glaube ich, beides Bücher, oder? Astronomie haben wir ja schon mal gehabt und Götter... nein. Götterglaube? Oder war es die Gabe der Götter? Egal. Also wie gesagt, die Sachen kann man sich alles durchlesen. Mann, ich jetzt nicht unbedingt. Wobei, vielleicht werde ich... Das könnte ich eigentlich machen, mir die ganzen Bücher aus Gothic schnappen und die einmal vorlesen. Und dann mache ich aber eine extra Datei raus mit immer Titel und extra Dateien, nee, glaube ich, eine größere. Und dann könnt ihr euch die alle anhören und dann ist prima. Ich habe die Medizin gefunden. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank.
Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Ort-Antak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge, sein Zunge von Feuerechse. Okay. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimatleben, Heimat von Tarok, Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Vielleicht habe ich da sogar eine, weiß ich gar nicht. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer, Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle, nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich, Fremder aufpassen. Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Die haben doch eher so komische Schnäbel. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Was ist ein Ort-Antak? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Also, wir brauchen, wo ist denn unser allerlei Kiste hier? Wir brauchen... irgendwas schon? Amphorum ist Herz. Wir haben... hatte ich nicht? Habe ich dem Troll nicht seinen Hauer abgenommen und dem Schattenläufer sein Horn? Oder habe ich die verkauft? Ich habe die nicht echt verkauft, oder? An wen habe ich die verkauft? Oder muss ich das doch erst lernen? Es kann natürlich auch sein, dass ich wirklich erst lernen muss, Trollen die Hauer abzunehmen und so. Also insgesamt Hauer und... Ist ja ein Horn, Hauer, Zunge. Und, was ist das letzte? Horn, Hauer, Zunge. Ulumulu. Zunge, Feuerwaran. Horn Schattenläufers. Ach, Zähne ist Sumpf heiß. Muss ich Zähne entfernen? Das muss ich das denn echt alles lernen? Das wusste ich nicht. Da sieht man mal wieder, dass es bei mir doch was her ist, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Das finde ich jetzt gerade ziemlich doof. Zumal wir einen Troll, einen Schattenläufer schon besiegt haben und die Sachen von denen gebrauchen könnten. Und dann muss ich das wahrscheinlich nochmal machen. Ist die Frage, gibt es überhaupt so viele Trolle in diesem Spiel? Ich dachte, es gäbe nur ein oder zwei. Und wie kommt man hier nochmal raus? Ich glaube, da vorne, oder? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Dann werde ich als erstes mal die Jäger aufsuchen müssen und gucken, was die mir beibringen können. Und dann darauf, mir einen weiteren Troll und einen Schattenläufer suchen. Wobei, ich meine, ich hätte das... Also, beim Schattenläufer bin ich mir ziemlich sicher, also das Fell von dem vielleicht nicht, aber dass ich die Hauer von dem gehabt habe, ich weiß es nicht genau. Ihr wisst zwar wahrscheinlich besser, weil das bei euch ja nicht so lange her ist. Bei mir ist es halt schon ein bisschen was her, dass ich das gemacht habe. Und dann würde es halt reichen, wenn ich den Händler finde, was wahrscheinlich Darion ist oder einer der Magier. Ja, der Dingsbums, Kronas, bei dem habe ich ja das Amulett gekauft und wusste nicht, wie ich es bezahlen soll. Habe dann, glaube ich, allerlei reingesteckt. Dann werde ich das wohl machen müssen. Gorn ist wahrscheinlich wieder draußen, also... da ist Gorn.